strange, isn't it? From childhood, we have been told that the universe is endless. It was said that there are millions of worlds out there, and that none of them can be reached. They said that they were thousands of light years away from us. But what if this is not the whole truth? What if we live in a multiverse where a thin membrane separates worlds from each other? And this membrane is not as strong as it seems. Seven worlds, seven variations of Earth were instantly merged. Those few who survived called this cataclysm the Shift. Ja, damit erstmal ein herzliches Willkommen zu einem kleinen LP-Einblick zu Undungeon. Wie ihr schon gemerkt habt im Intro gerade, geht es darum, dass es sieben Variationen der Welt gibt, die The Shift genannt werden. So, Hall F to be born. Dann werden wir mal geboren. Ich habe dieses Spiel von, wie heißt er denn? Aus Kimilo. Ich bekomme. Danke an der Stelle nochmal auf jeden Fall. Werde ich dann auch verlinken nochmal bezüglich des Hashtags, wie das Spiel heißt. Dieses Spiel gibt es auf Steam. Also soll es dann auf Steam geben. Bin mir jetzt sogar gar nicht mal so sicher, ob es überhaupt draußen ist. So. Also es ist auch schon mal interaktiv mit WASD laufen. Und mit der Maus kannst du dann hin und her gucken. So, was haben wir denn hier? Oh, the space is dark and silent. Voice resounds in your head. Waking the silence, each word like a supersonic cannon shot. Who am I? You are nothingness, just like me. They call us the Void. You and I are one, but you have a purpose. You can leave this place and meet with them, the envoys from the other dimensions. In the center, ja, keine Ahnung, of creation. So, how did you create me? I made you from parts, from anything that reaches me from their worlds. Follow the thread. It will bring you to the root of creation, to the city of all dimensions, the city of Arkaban. Collect the seals of the six heralds and bring it back here. And they have many realms. We have essence. They want your essence because we have so much. Let them give us their realms so we can have many realms as well. Go and collect the seals of six dimensions. Okay. Also wir sollen für ihn von sechs Heralden Teile sammeln, glaube ich. Wenn ich das jetzt falsch verstehe. Übrigens, hier noch mal gleich von vorne weg. Sorry, mein Englisch ist halt echt. The yellow from the egg. Ja, das ist halt Schmutz. Aber wir gehen einfach mal hier lang. Da liegt jemand. Lebst du noch? Hallo. Brauchst du einen Friseur? Du siehst nicht so gesund aus. Ja, genau so. Ah, wir können ihn durchsuchen. Was lässt denn er hier fallen? Press critical to open the communication. This is an important device that lets you communicate across dimensions. You get messages containing information about the world around you and requests from beings you meet on your travels. Oder so ähnlich. Okay. Ah! You might run into enemies. To dispatch them, press left mouse to attack. Okay. Ah, interactive. Was haben wir denn hier? Press right mouse to activate the shield that protects you from any single source. Aber wenn die diesen Totenschädel über sich haben, greifen die also an. Dann soll man das Schild also hochhalten. Teleport.
Also, wenn man mal überlegt, dass es halt so ein 8-Bit-Style ist, ist das eigentlich geil gemacht. Ja, das kann man ruhig mal sagen. Es ist halt echt nicht schlecht. Wo sind wir denn hier gelandet? Ein Vidicus. A herald. My greetings, I'm Vidicus. By sheer coincidence, I became a Khorne, the guardian of this hub. And ich hasse mein Englisch. I apologize. Ja, jetzt tut mir leid. Where are my manners? Was heißt das? Manners? You probably want to have a look around and get acclimated first. I have waited a very long time for this meeting. And I can't wait a way longer. Come find me when you are ready to discuss business. Okay. Okay, wir sollen uns, glaube ich, das angucken. Dimension people use it to get here. Ey, ich war noch nicht fertig mit Lesen. Gleich plans with the stones around the pier. It seems alive, but unconscious. Oh, eine Tür. Device resembles a locked door. Brauche wahrscheinlich einen Schlüssel. Was haben wir denn hier Feines? Exploder Hub ist fertig. So, jetzt muss ich mit ihm wieder quatschen. Did you get a good look around? Ja, habe ich. Agabon once stood on this very spot. Well, more precisely. Ey. Also manchmal komme ich echt nicht mehr klar. The cosmically massive core of creation stood on this spot. And the sixth district of Agabon surrounded it. Das ist schon eine kleine Menge. Who do you mean we? Wen meinst du mit uns? You, me, the keeper. Wie in so einer schlechten Comedy-Serie. You, du und ich und die anderen drei in dem Zimmer. Ganz normal. Those few immortals who have not yet fallen into the abyss, along with the core of creation, no one knows how much time we have left. Go on. Einfach go on. Nicht lange schnacken, Kopf im Nacken. So, der will doch mal noch hochgehen. You are not prepared. It was incredibly difficult for me to rise your core from the abyss. Okay, die wollen wahrscheinlich, dass wir erstmal ein Tutorial machen. Ich würde sagen, wir machen auch dieses Tutorial erstmal. And training. Ach, hier. Ja, natürlich ist jetzt nicht mehr zu. Ja, ganz spontan den Schlüssel gefunden in der Hosentasche. Habe ich überhaupt Hosentaschen? Ich frage für einen Freund. So, da ist ja Vidicus wieder. If you wouldn't listen to what the keeper thinks of me, she sleeps all the time but still calls me lazy. What nonsense. Verzeihung. Starten wir einfach mal das Training. So. Ja. Ist hier eine Videokamera? Dreht ihr Pornos? Ihr alten Schweine. Okay. Das habe ich. Pick up Nox. Ah, mit R dann. Okay. Au. Ah. Interesting. Was lachst denn du da unten? Der lacht mich aus.
Uff. Das kann man mal machen. Oh, es ist kaputt. Das Schiff da continue. Achso. Was ist das jetzt? To use an enhancer. Press R, then breaks. Ah, du hast eine Ausdauerleiter. Wir nehmen einfach alles mit. Well, I would say we can call your first joint project a circus. By the way, what do you think? Film, Harold. Ich spiele einfach weiter. Lass mich hier raus. Schnell verrückt. Ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt mal auf die erste Welt, sage ich mal, gehe, wie das so ist. Ja. Soll halt nur so ein kleines Einführungsvideo. Mal gucken, ob wir... Ah, hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Welten. Und Alpha Pier. Und das ist halt... wie haben sie es genannt? Ich habe es schon wieder vergessen. Wenn wir da... ist unsere Basis, sage ich mal. Also, vermute ich mal. Kann sein. Muss aber nicht. Dann gehen wir mal nach Alpha Pier. Oh, ich dachte jetzt, mein Bildschirm hat einen weg. Das war anders ekelhaft. So. Kann man da runter? Ja. Items. Dieser Miniskorpion. Der hat richtig Bock. Wow. Okay. Aus welchem Spiel kenne ich das nochmal? Mit diesen Laufen oder Wandern? Ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Sieht man selten. Ist aber ein schönes Gimmick. Da wird man wahrscheinlich dann später auch unterwegs, wenn man reist, angegriffen werden. Vermute ich jetzt mal. So, nach oben. Chief Hunter. I am real. Hang on, you are a herald, aren't you? Immortal messenger of the gods. I need your help, please, whatever god you serve. Help me, and I will help you with anything you need. Alright, listening to you, and then decide whether to help you or not. Recently, the animals we hunt have become more aggressive. We have spotted red Vinegarants, who are more heavily armored than normal, and can spit acid. Sympathisch. Man kann sich unterhalten, also... So, let's go to the point. I'm not interested. Ich glaube, ich muss eins drücken. Ich hab ein Level up. Ich habe keine Ahnung, was ich gelevelt habe. Lache nicht. Alright, listen. Ja. Sieh mal, der can do. So. Okay. Gibt's da eine Map? Nee, leider nicht. Kann ich das kaputt schlagen? Das kaputt schlagen. Nein, das ist alles so, wie es sein muss. Das gibt
ist bestimmt fürs Crafting dann. Gibt bestimmt noch Crafting dann hier drinnen, damit man verschiedene Gegenstände. Oh, was ist denn hier? Die waren schon vorher tot. Oh! Hab ich gerade Loot bekommen? Nee. Achso, ich muss erstmal hier rauslaufen. Ach, man hat sogar nur... Ach, das ist sogar begrenzt. Man hat nur 7 Tage Zeit. Okay, dann würde ich sagen, sputen wir uns. Was liegt denn hier? Jar of Essence. So, na dann. Scout Area at the Coordinates. Ja, komm, wir gucken uns mal Alpha Core. Was ist aber das hier in der Mitte? Mal gucken, ob wir das mal rausfinden in dem kleinen Tutorial. Gucken wir uns mal den Mirror an, was das ist. Oh, das war... Das war jetzt nicht so geplant. Also. Nach oben. Oh! Kalibi! Who are you? My name is Kalibi. Once of a very long time ago, my brothers, the Urgals, planned to capture Akaban. Now I am a Murghost of the past. A crooked, malformed reflection of a former reality. Touch them? Yes, thank you. Did you touch them? Yes, thank you. Junge, ich gehe. Ich habe keinen Plan. So, wir gehen erstmal in die Global Map, machen oben das Camp. Wir gehen einfach dahin. Ich wurde bisher noch nicht angegriffen. Oh, ich habe nur 5 Tage. Die 2 Tage sind schon vergangen. Interessant. Okay, das ist auf jeden Fall größer. Irgendwie das Skorpione. Armored Enemies. Okay. Heilen die Drecksäcke. So.
Uiuiui. Da machen wir kurz einen Prozess. Wir wissen, was das dann links ist. Nett. Oh, eine Truhe. Geld? Bronze-Coins. Ich vermute mal, das wird das Geld sein. Dann wird die Gruppe wahrscheinlich hier unten sein. Thank you, I give the gift. So, und die muss ich jetzt rausbringen, okay. Auch ganz schön gut Damage. Aber die heilt sich, das ist geil. Das finde ich gut, dass die sich heilen können. Das ist ein bisschen härter. Der war anders. Ich will einfach durchgehend draufschlagen und vergesse jedes Mal, dass ich eine Ausdauerleiste habe. So. Das hätten wir also fertig. Perfekt. So. Ups. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Dieses Spiel gibt es dann auf Steam. Ich kann es euch gleich sogar sagen. So, dieses Spiel ist am 18. November 2021 dieses Jahr erschienen. Kostet auf Steam 16,79 €. Also für jeden 8-Bit-RPG-Action-Fan dürfte eigentlich da die Begierde gestillt sein. Also würde ich in dem Moment hier erstmal den Cut machen. Ich bedanke mich erstmal für alle, die dabei waren. Wenn es euch gefallen hat, liked doch das Video. Lasst mir ein Abo da. Guckt auch mal auf Twitch vorbei. Ich bin öfters online, beziehungsweise live. Mehr als wie ich Videos hochlade. Vielleicht sieht man sich ja. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.